So, wir sind jetzt in Pozzuoli gestrandet. Leider haben wir es nicht geschafft, einen Campingplatz zu finden, der uns für 3 Nächte aufnimmt. Römische Überreste gibt es hier zuhauf, aber das ist ja nichts Außergewöhnliches. Jedenfalls sind wir jetzt in Pozzuoli, der Heimatstadt von Sophia Loren. Darum haben wir eben für 2 Cola auch 9 Euro bezahlt. Aber eine Pause muss manchmal auch sein. Ja. Jedenfalls haben wir uns jetzt entschlossen, nach Sorrento zu fahren. Den Campingplatz, wo wir vor Jahren schon mal waren. Der war sehr schön, außergewöhnlich schön sogar. Dann nehmen sie einen auch für kürzer als 1 Woche, was bisher sehr schwer war. Und darum haben wir uns entschlossen, Pozzuoli zu verlassen und nach Sorrento weiterzufahren. Unser schönes Auto will ich jetzt auch mal drauf kriegen. Unser Alfa Romeo. Die Ferraris haben wir auf dem Schiff nach Hause transportieren lassen. Das wäre hier nichts, mit dem Ferrari rumzufahren. Also bis später in Sorrento. So, da wir gerade am Vesuv vorbeifahren, nutze ich mal die Gelegenheit, super. Irgendwann gehen wir da auch mal wieder hoch, gell? Ja. Irgendwann. Ja, ist schon recht stressig heute auf der Autobahn, aber wir packen das noch. Wir fahren jetzt auf der A3 Richtung Salerno. Sorrento entgegen. Auf diesen wunderschönen Campingplatz, und wenn wir da sind, unsere Hütte haben, dann gehe ich heute Abend im Meer baden. Ganz gleich, wie kalt es ist. Stau. So, oh, Stau. Aber gut, dann machen wir aus. Stau brauchen wir nicht. Aber ich glaube das. Ne, es geht schon. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben den Campingplatz von Sorrento erreicht, eine schöne Hütte bekommen. Der Platz ist noch immer so schön wie vor 5 Jahren. Gell? Ja. Aber baden gehen können wir nicht mehr. Nein, nichts mehr baden leider. Es donnert und grollt, es zieht sich zu. Der Vesuv ist nicht zu erkennen. Ich versuche mal hier ein bisschen was von Sorrento einzufangen. Ja, es ist zu diesig jetzt. Aber der Campingplatz ist eine Wonne. Überall Olivenbäume. Es ist wirklich wunderschön hier. Das ist unsere Hütte.
klein, aber gemütlich und wesentlich besser als die vorherige, die Terrassina. Da oben sind die Nachbarn. Da sind auch noch Nachbarn. Hier geht's runter. Wirklich schön. Hier kann man es aushalten. Schade, dass das mit dem Baden jetzt nicht klappt. Also ich habe mich so gefreut, jetzt ins Wasser zu springen. Bei jeder Temperatur wäre ich da rein. So, dann machen wir uns mal fertig. Dann gehen wir mal eine schöne, echte, italienische Napoli-Pizza essen.